So, und so finden wir im Dschungel unsere Weg wieder zurück. Nämlich, wir markieren den Weg hier mit so einem reflektiven Tape, wie man schon von Weitem sieht. Den kann man dann wieder mitnehmen und wieder verwenden. Sehr gute Sache. Und im Prinzip kann ich auch diese Bändchen benutzen, um irgendwelche interessanten Stellen im Dschungel zu markieren, die ich vielleicht in der Nacht fotografieren will. Oder wenn ein Tier sich im Versteck versteckt hat und erstmal nicht rauskommt, dann packe ich da so ein Bändchen hin und komme dann halt 10, 20, 30 Minuten später wieder an diese Stelle. Sehe sie von Weitem, da kann ich mich langsam annähern. Oft ist das Tier dann wieder aus seinem Versteck raus und lauert auf Beute, zum Beispiel bei Vogelspinnen oder was auch immer interessant sein könnte. Kann man damit sehr gut markieren. Und das Zeug kostet nicht viel, ist leicht und klein, kann man jederzeit mit sich haben und wieder mitnehmen. Auf jeden Fall, um halt das Ganze nicht zu verpesten, den ganzen Gewalt mit irgendwelchen Markierungsbändern. Also wir suchen hier weiter.